heutigen Sendung zum Thema tierisch fit. Passend dazu zum Thema haben wir uns hier ein bisschen in Schale geschmissen hier mit der Zebrahose. Gestern war ja auch Fasnachtsbeginn und heute geht es tierisch zur Sache. Also wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Heute zu Gast wieder unsere liebe Tina. Schön, dass du wieder hier bist. Dankeschön, hallo. Stellt sich gleich auch selbst noch mal kurz vor für alle, die sie noch nicht kennen. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut. Ihr braucht nichts außer, wenn überhaupt, vielleicht eine Matte. Geht aber auch alles ohne, denn das ist die gute Nachricht. Das Workout ist auch perfekt, um es draußen durchzuführen. Für alle, die jetzt gerade nicht so viel drin sporteln können oder lieber rausgehen wollen. All das, was wir heute machen, geht auch super in der freien Natur, auch wenn es jetzt nicht unbedingt strahlender Sonnenschein ist. Genau, und zwar, bevor wir dann gleich in die Thematik einsteigen zum Thema tierisch fit, wollen wir natürlich noch mal kurz wissen, was du so mit diesen tierischen Bewegungen so machst, was so deine Schwerpunkte sind. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen auch wissen, wer du bist, falls sie dich nicht schon kennen. Ja, sehr gerne. Ich bin Tina Rehm, ich komme aus Darmstadt, arbeite jetzt glaube ich schon auch schon 5 oder 6 Jahre mit euch und dem Bildungswerk zusammen. Es ist immer Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, im Hauptjob bin ich selbstständig als Personal Trainerin und ich habe mich so von den Themenschwerpunkten drauf spezialisiert, auf Bewegungen, die man draußen machen kann, die man mit einem eigenen Körpergewicht machen kann. Klar, da spielt ganz viel aus dem Functional Training mit rein. Und einige wissen es vielleicht schon, auch die Natural Skills oder das Natural Movement spielt damit rein. Und natürlich auch irgendwo immer so ein paar Tierbewegungen. Jetzt kann man dazu sagen, man kann Tierbewegungen dazu sagen, man kann auch einfach sagen, das sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht am Boden oder bodennah, weil die sehr effektiv sind und einen bestimmten, ja, bestimmten Zweck erfüllen, auch was Rumpfstabilität angeht. Das werden wir nachher dann in der Praxis machen. Genau, und ja, ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die jetzt nicht unbedingt sportlich fit sind, sondern ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die zum Beispiel neurologische Erkrankungen haben, so ein bisschen im Reha-Bereich. Dann ist das Thema Rücken, Rückenschmerzen ein großer Bereich, auf den ich mich selber fokussiert habe aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und da natürlich auch Erfahrung und Wissen sehr, sehr gerne weitergebe für meine Personal Training und natürlich auch in den Danke schon mal. Und das können wir auch schon vorwegnehmen. Also zu all den Themen, die Tina jetzt schon erwähnt hat, planen wir natürlich auch im nächsten Jahr wieder spannende Seminare und hoffen natürlich, drücken die Daumen, dass wir die auch so durchführen können. Da sind wir jetzt auf jeden Fall mal optimistisch. Also da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob jetzt zu Natural Skills, zu schmerzfreier Rücken oder auch Mobilität, Stabilität, all das, was letztendlich da ja auch mit reinspielt, wird da auf jeden Fall Thema sein. Genau, Tierbewegung, der eine oder andere kennt es vielleicht unter Animal Moves, wie du schon gesagt hast, eigentlich funktionelle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, bei denen man letztendlich bestimmte Tierbewegungen nachahmt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ist, sieht nicht nur lustig aus, sondern ja, auf eine spielerische Art und Weise macht es echt viel Spaß und es ist trotzdem sehr, sehr effektiv, sodass man den ganzen Körper merkt. Und das ist ja letztendlich auch das Kennzeichen von funktionellem Training, dass der ganze Körper irgendwie mit dabei ist. Und ja, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was denn genau trainiert wird oder welche Fähigkeiten, ne, Beweglichkeit, Kraft und ja, was man sich eigentlich, was so besonders effektiv machen. Ja, mache ich sehr gerne. Du hast es schon erwähnt. Spaß ist natürlich ein großer Faktor, vor allen Dingen, wenn man das nur anschaut und so drauf guckt und denkt, oh, das ist ja total witzig. Deswegen lade ich die Leute immer ganz gerne zum Mitmachen ein, weil ich glaube, manche Sachen muss man einfach irgendwie gespürt haben, um zu wissen, wo es auch ankommt. Wenn wir zum Beispiel so ein Krabbelmuster am Boden machen, das heißt im Prinzip stützt man auf den Händen und auf die Füße, also auf allen Vieren, aus dem Vierfüßlerstand und geht dann im Prinzip in eine Vorwärtsbewegung, hört sich erstmal einfach an, aber wenn wir krabbeln, nehmen wir die Knie hoch von der Matte und in dem Moment, wo das passiert, das testen wir nachher, muss man mit Bauch- und Rückenspannung arbeiten. Das heißt, ich kann sozusagen mit einer gestreckten Wirbelsäule, die parallel zum Boden ist, ohne dass irgendwie Druck von oben drauf kommt, kann ich effektiv meine Rumpfmuskulatur einmal rundherum trainieren und auch noch in der dynamischen Bewegung. Es ist ja immer schön, wenn man Bewegung trainieren kann und nicht nur statisch trainiert. Ja, dann so ein bisschen Stützkraft kommt dazu. Was auch so ein bisschen dazu gehört, man kann natürlich auch, das gehört alles zu diesen evolutionären Bewegungsmustern. Ja, also Rollen am Boden gehört dazu, so Rollmoves
das wäre so ein bisschen so die Käferübung. Total schön. Und dieses Krabbeln, das ist ja auch, wenn wir jetzt zurückdenken, in die Zeit, wo wir ganz klein waren. Wir werden jetzt erstmal auf den Rücken gelegt als Baby oder auf den Bauch, wie auch immer. Und als erstes kommt so der Drang, ich roll mich mal, um die Perspektive zu wechseln und dann irgendwie Köpfchen aufrichten und irgendwann kommt das Krabbeln. Und wir machen das ja mit dem Ziel, dass wir irgendwann aufrecht gehen können. Das heißt, wir bauen unsere Rumpfmuskulatur auf durch Rollen und Krabbeln, weil ohne die können wir halt nicht gerade stehen, da kommt es her. Ne? Und durch dieses Rumrollen oder auch am Boden sein, ist man ja mit mehr Körperfläche, sage ich mal, in Kontakt jetzt, als wenn wir jetzt nur auf den Füßen stehen. Und durch diese Sensorik, durch das, was man spürt am Boden, wenn man sich so ein bisschen hin und her rollt, kann man natürlich auch, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen Neurologie, seine Motorik verbessern. Das ist so ein Effekt, den setze ich zum Beispiel mit Menschen ein, die eine MS haben oder Parkinson. Sehr spannend, also ich höre da ganz vieles raus. Also die Beweglichkeit wird verbessert, die Koordination, Kraft und Stabilität, eigentlich all das, was wir brauchen, ne, für alle Gelenke in unserem Körper. Wie du sagst, der Rumpf ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich durfte das auch schon miterleben. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr effektiv. Und wie das genau funktioniert, zeigt uns natürlich Tina auch gleich. Sie hat uns ein paar schöne Tiere mitgebracht. Wenn ihr Fragen zwischendrin habt, stellt sie gerne im Chat. Könnt ihr jederzeit stellen, dann versuchen wir die später noch zu beantworten. Wir kommen später nochmal zusammen, bevor es dann gleich ein bisschen praktisch wird. Der Matthias ist schon ganz gespannt auf das Thema, was er geschrieben hat. Auf das Thema? Wie das denn aussieht. Das überlegen wir uns dann noch. Während Bettina ihre Tiere vorzeigt, dann überlege ich, ich habe schon ein Geräusch überlegt, aber ich weiß nicht, wie ein Zebra macht. Vielleicht auch so ein bisschen wie Also da überlegen wir uns noch was, widmen uns aber, glaube ich, erstmal den anderen Tieren. Wie gesagt, sehr, sehr effektives Ganzkörpertraining und ja, seid gerne mit dabei. Tina ist, glaube ich, schon bereit, wenn es von eurer Seite aus jetzt erstmal keine Fragen gibt. Es sei denn, du möchtest jetzt erstmal nur, wir haben gesagt, man kann es auch super draußen durchführen. Kann es im Prinzip überall ausführen. Ne? Wir machen es jetzt hier so auf dem flachen Boden, kann man auch im Park, kann man auf dem Gras machen, mache ich im Sommer ganz oft auch draußen. Man kann auch solche Krabbelsachen, wenn man irgendwo einen Baumstamm findet oder eine Bank, das dann ein bisschen auf einem schmaleren Untergrund machen, was es wieder noch herausfordernder macht. Das stimmt auch, das Krabbeln, das hat man ja oft auf Spielplätzen so, diese runden Holzstämme, ne, da kann man natürlich drauf balancieren, aber auch Krabbeln, das ist wirklich sehr, sehr toll, weil man eine kleine Auflagefläche hat, aber ich denke für heute ist das hier auf der Matte schon mal. Genau, für heute reicht das aus. Okay, wenn wir in die Praxis gehen, dann würde ich dir die Matte überlassen. Und denke derzeit mal drüber nach, wie das Zebra aussehen könnte. Dann kannst du wieder zum Abschluss. Genau. Und Special-Effekt dann vorführen. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem tierischen Workout. Ich muss mal von einer Lage ausziehen, weil es wird warm werden. Okay. Wir gehen, wenn ihr eine Matte habt, könnt ihr euch so ungefähr mittig oder im letzten Drittel auf die Matte aufsetzen. Und wir gucken jetzt erstmal von der Ausgangsposition, dass die Hände unter der Schulter stehen, also nicht so weit vorne und auch nicht so weit hinten, sondern genau unter der Schulter und die Knie stehen genau unter der Hüfte. Okay, so weit, so gut. Jetzt stellen wir die Füße hinten auf mit den Fußzehen und was wir jetzt machen, das hatte ich erwähnt mit den Knien, wir nehmen mal die Knie von der Matte weg, aber nur 2-3 cm. Also nicht so weit nach oben. Das kann man machen, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber schaut mal wirklich, dass ihr in der Ausgangsposition die Knie nur 2-3 cm anhebt. Und jetzt merkt ihr, das hatte ich gesagt, der Bauch muss sich anspannen, vorderer Oberschenkel muss sich anspannen und den Rücken lasst ihr ganz gerade. Zieht auch hier die Schulterblätter nach hinten um. Okay? Und jetzt gehen wir mal nach vorne in kleinen Schritten, ohne dass hier das Becken sowas hier macht. Okay, haltet euer Becken ruhig. Krabbelt in kleinen Schritten. Versucht mal so eine Mattenlänge, wenn ihr eine habt, nach vorne zu krabbeln. Und dann nach hinten. Wir machen auch die Bewegung jetzt nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten, weil dann natürlich im Kopf durch diesen Richtungswechsel ein Umdenken passiert. Kurze Pause, einmal Knie absetzen. Und schon wird es anstrengend. Ja, das ist also effektiv, um auch vom Stützen her für die Arme hier den Bereich anzusprechen und eben für den Rumpf. Wir probieren es jetzt nochmal. Also was ich eben gemacht habe, ich nenne das so Katze.
Ein Zebra würde auch so laufen, auf allen Tieren. Okay. Genau, wenn ihr am Anfang einmal ein Zebra durchseht. Wunderbar. Wir machen jetzt mal aus dieser Katze, aus der Ausgangsposition, beide Knie vom Boden weg, eine Raubkatze, die sich anpirscht. Okay, das Becken darf jetzt ein bisschen mitgehen. Ich zeige es nochmal schräg von vorne. Dieses Anpirschen, als würde die Hand so über den Boden schleifen. Und ganz geschmeidig Knie über den Boden, nicht absetzen. Und jetzt geht die Raubkatze mal rückwärts. Sie zieht sich zurück in ihr Versteck. Ganz vorsichtig sanft die Hand aufsetzen. Und kurze Pause. Okay, das ist das erste Tierchen, was ich euch zeigen wollte, aus dem Vierfüßerkrabbeln so diese Raubkatze zu machen. Jetzt waren wir sehr viel vorne auf den Händen, haben sehr viel hier auch über die Vorderseite gestützt. Dreht euch mal bitte um, setzt euch richtig auf die Matte drauf. Wir gehen jetzt mal in die rückwärtige Position, setzen die Hände nicht ganz so weit vom Körper neben uns auf. Drücken mal das Becken nach oben. Okay? Hier oben jetzt richtig rausdrücken, aus den Schultern, also weg von den Ohren ziehen. Und auch hier geht ihr. Wir möchten zuerst in die Vorwärtskrabbelbewegung und dann in die Rückwärtskrabbelbewegung. Wieder ein anderes Muster. Vielleicht merkt ihr, dass ihr auch ein bisschen anders hinlenken müsst. Und das ist die Krabbe. Okay? Und die Krabbe kann natürlich auch seitlich gehen. Eigentlich gehen die fast immer seitlich. Guckt mal, wie ihr Hände und Füße vom Boden hochnimmt und wie ihr aufsetzt. Und wechselt mal die Richtung. Andere Richtung in der Bewegung ist immer ein hoher neuronaler Input für unser Nervensystem. Und kurze Pause. Wieder ein anderes Stützen auch für den Oberkörper. Okay? So, wenn das gut geklappt hat, habt ihr jetzt die Chance, die zwei Tiere zu verbinden. Ja? Das heißt, ich starte hier in der Katze oder in der Raubkatze. Und dann ziehe ich ein Bein unter dem Körper durch, setze den Fuß auf, nehme die Hand mit und nehme die Krabbe. Wir machen so eine kleine Drehung. Und rückwärts, ich nehme ein Bein, ziehe es unter dem anderen, ich versuche es mal langsam zu zeigen, durch. Die diagonale Hand kommt hoch, rumdrehen und schon sind wir wieder in der vorderen Position. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es super anstrengend. Vor allem, wenn ich versuche, das langsam zu zeigen. Schaut mal, ob ihr irgendwie so eine Drehung hinbekommt. Man kann natürlich auch so drehen. Das geht auch. Nur wenn man das Bein unten drunter durchschiebt, kann man es ein bisschen besser kontrollieren. Aufsetzen, Hand umsetzen und weiter krabbeln. Pause. Sieht witzig aus. Ist anstrengend. Wenn man das so in der Kombination auch macht, das ist das Schöne, die meisten Tierchen kann man verbinden, dass man vorwärts krabbelt, macht dann diese Drehung, geht als Krabbe weiter. Okay, einmal Luft holen und dann zeige ich euch noch ein schönes Ziel zum Ausprobieren. Es ist nicht ganz so einfach in der Umsetzung, wenn man es vielleicht noch nicht gemacht hat. Die Ausgangsposition ist ganz schön, und zwar starten wir in der Bauchlage. Okay? Und einmal richtig schön flach auf den Bauch legen und die Hände, die kommen genau neben die Schulter, also unter die Achsel. Ja, sodass ihr euch mit dem Daumen, also ganz nah am Körper, so Richtung Achsel, so eine Verbindung herstellen könnt. Ellbogen zeigen nach hinten. Wir machen jetzt einen Raum. Schaut gerade vielleicht einmal erstmal zu, die Fußspitzen setzen wir hinten auf, die brauchen wir zum Abdrücken. Jetzt kommt als erstes der Popo. Die Knie sind am Boden und die Hände sind am Boden und die Schultern sind am Boden. Jetzt mache ich hier so eine Welle, drücke mich hoch, zack, setze die Hände vor, Füße vor und schon hat die Raupe einen Move nach vorne gemacht. Hochdrücken. Das geht in die Arme, insbesondere in den Trizeps.
Und dieses hier, was aus dem Rücken kommt, einmal hier hochziehen aus der Lendenwirbelsäule, dann kommt die Brustwirbelsäule hoch, großer Bogen, volle Streckung und ablegen. Das ist eine wunderbare Übung für den Rücken. In dieser Bewegung parallel zum Boden versuchen wir mal so eine Welle in die Wirbelsäule reinzubekommen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich bewegen will, welches Stück der Wirbelsäule. Zeig's nochmal. Das ist immer so ein Fun-Faktor, die Übung, weil man erstmal gucken muss, okay, apropos. Wenn das klappt, ist schon mal super. Knie bleiben unten und jetzt macht ihr euch rund, drückt euch vorne raus, nach vorne Hände nachsetzen, Füße nachsetzen. Und ich bin gleich mal interessiert, bei wem das geklappt hat. Mal hochdrücken. Ist viel cooler als ein Liegestütz, weil von der ganzen Koordination ist es schwieriger. Und ablegen, kurze Pause. Das gibt Power hier oben. Es gibt Power hier oben und es macht zusätzlich noch Spaß. Okay. Ich habe mir gerade spontan überlegt, wir haben vorhin übers Rollen gesprochen. Und ihr merkt ja, dass es so ein bisschen, ich bin schon wieder total geschwitzt. Ihr merkt ja, dass es anstrengend ist. Die Jutta-Backküche und die Raupe hat es bestimmt in sich. Die Raupe hat es sehr in sich, genau. Und dann habe ich gemeint, bestimmt, der Profi merkt es auch. Oh ja, also sowohl vom Bewegungsablauf, das ist immer so, dieses da erstmal dahin zu denken, wenn man es noch nicht gemacht hat, und dann auch von der Kraft. Setzt euch nochmal bequem auf die Matte, haltet euch mal entweder in der Kniekehle fest oder vorne am Schienbein. Wir machen jetzt als belohnenden Abschluss noch eine kleine Käferrolle. Einmal Rücken rund machen. Und ihr hängt euch jetzt erstmal mit den gestreckten Armen so richtig locker nach hinten. Runder Rücken, ganz runde Wirbelsäule, Schultern locker. Okay, und dann rollen wir uns. Wenn das geht, macht es langsam, das nach hinten rollen, wenn ihr die Wirbelsäule rund lasst. Und euch weit nach hinten lehnt, dann kommen irgendwann die Füße mit. Und dann rollt ihr euch möglichst ohne ganz viel Schwung, tut ihr euch nach unten, haltet die Beine fest und fangt mal an, dass den Kopf ruhig leicht angehoben, hier so längs über die Wirbelsäule zu rollen. Wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und halt nicht so richtig hochkommt. Der schaukelt da auch erstmal rum. Und das ist das, was ich meinte, die eine große Fläche des Körpers, der ganze Rücken ist am Boden und ihr spürt den Kontakt zum Boden. Und das ist der Input, der leichte Druck, der von unten kommt vom Boden. Den spüren, das ist wie so eine kleine Massage, damit kann man es vergleichen. Und das ist unglaublich wichtig, wenn man flächig zum Körper ab und zu rollt, wenn man so einen neurologischen Effekt damit haben will. Da denkt man sonst gar nicht so drüber nach. Und jetzt arbeitet man mit Schwung. Vielleicht könnt ihr euch einmal locker nach oben rollen. Als kleiner Tipp, wenn ihr den Rücken rund lasst, ist es am einfachsten zu rollen. Weil über so eine gerade Fläche kann man schlecht rollen. Okay. Und dann kommt einmal ganz nach oben und wieder locker hinsetzen. Das ist sowas, das kann man wunderschön so als Warm-up auch machen. Ja, das ist ja, oder halt auch als Aufwärmen. Das kann man auch irgendwie zwischendurch einbauen, wenn die anderen Übungen gerade zu anstrengend. Okay, das war es eigentlich, was ich euch heute zeigen wollte, so als kleinen Eindruck. Und man kann das natürlich ausbauen, man kann natürlich auch da kreativ werden. Es gibt auch Tierchen, die muss man jetzt nicht so am Boden machen. Da kommt gerade nochmal das Zebra ins Bild. Wunderbar, die ganze Zeit gekrabbelt. Huh. Tierischen Übungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt auch was gespürt. Gebt uns gerne mal ein kurzes Feedback. Und das war eben schön, dass du es gesagt hast. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, wie man denn die Übung noch einbauen kann. Ne? Man muss ja keine komplette Session damit machen. Was ist da die Empfehlung? Was kann man mit den Übungen jetzt eigentlich machen? Du hast jetzt eben schon gesagt, zum Warm-up eigentlich ganz gut. Ah, ich habe noch eine schöne Idee. Ja. So, als was man auch als Partnerübung machen kann, auch in Zeiten von Corona, das können wir vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, weil das hatte ich beim letzten Zebra-Bereich. Dann lass uns mal in diese Ausgangsposition gehen.
So. Genau. Okay, das ist quasi die Ausgangsposition Krabbe. Wir heben hier das Becken hoch. So, und jetzt haben wir Abstand. Ja, ich halte dir hier den Fuß hin und mit dem, du berührst mal mit der diagonalen Seite. So, und jetzt gehen wir in die Krabbelbewegung. Du kommst mit mir mit. Weil wenn ich dir hier den Fuß hinhalte, würdest du wieder berühren. Jetzt komme ich auf dich zu, du gehst ein Stück zurück. Und jetzt wieder Reaktion. Ah, genau, ich fordere dich, genau. Ändere die Winkel und jetzt musst du mit mir mitkommen, damit du hier, genau, wieder rückwärts. Das ist total cool, ist anstrengend, als Warm-up total klasse. Und macht auch Spaß. Genau. Ja, also das kann, seid da kreativ. Ja, das ist, und du hast quasi, wenn du das machst, hast du einen Schultergürtel aufgewärmt, so ein bisschen Becken angesteuert und man kann es mit Kindern, lieben. Ja. Ich wollte gerade sagen, gerade das Spielerische, was wir anfangs schon erwähnt haben, ob jetzt für Jung und Alt, ich glaube, das macht auch so spannend für verschiedene Altersgruppen, weil als Mutter, als Vater mit dem Kind das zu machen oder abgewandelt auch für ältere Personen, man fängt an zu lachen, ne? Man hat mal eine andere Bewegung, ist irgendwie der ganze Körper ist mit dabei und ich glaube, das macht es auch so, ja, so attraktiv, weil es eben spielerisch ist und trotzdem so effektiv. Und ja, da merkt man schon, der ganze Körper muss mitarbeiten. Und genau, das heißt, die Übungen kann ich zum Aufwärmen nehmen oder auch in meinem Malestraining ja immer mal, so mache ich es auch ab und zu, suche mir zum Beispiel ein Tier aus und baue es dann mal in die Stunde mit ein oder zwischen. Genau. Das ist ideal. Also man muss keine komplette Stunde mit Tieren machen, glaube ich. Ja, auch weil man ja auch viel stützt dann, ne? Und zwischendurch zum Auflockern setzt auf jeden Fall mal eine neue Reize. Mhm. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Fragen von euch. Dann greifen wir die gerne nochmal auf. Also bisher gab es schon mal positives Feedback. Okay. Tierisch gut hat jemand geschrieben. So soll das auch sein. Und die Übungen waren auch ziemlich anstrengend, so wie es jetzt bisher aussieht. So darf es auch sein. Wir haben auch gesagt, 3-4 Übungen, dass ihr die auch mal nachmachen könnt. Wie Tina auch schon schön beschrieben hat, ist ja auch viel mit Ansteuerung. Erstmal dieses Körpergefühl zu haben, ne, bevor man jetzt vielleicht da das erstmal richtig hinbekommt, flüssig vom Ablauf her. Und wenn ich mir dann vorstelle, diese Raupe, habe ich von dir schon Bilder gesehen, auf dem Baumstamm, also genau, kann man auch machen, wer da noch ein bisschen mehr will. Die Bettina fragt nochmal, ob es noch eine weitere Anregung für eine Übung zu zweit gibt, über die ihr jetzt zusammen gezeigt hat, hinaus. Es gibt sehr viele Übungen, die man zu zweit machen kann. Die meisten sind halt ein bisschen schwierig im Moment mit dem Abstand. Deswegen bei der Krabbe ist das total schön, weil dann ist der Kopf weit weg und man kann mit den Füßen arbeiten. Man kann, wenn man wieder ein bisschen enger zusammen darf, kann man das genauso gut aus dieser Krabbelposition hier machen. Genau, und dann würde ich Abstand. Mache auf Abstand, dass man es halt strecken geht ja auch, dass wir uns nicht berühren, sondern. Genau, und dann halt, machen wir mal gleiche Seite, ich gehe die Hand hin. Und du tust so, als würdest du mich spielen, haben wir immer noch genug Abstand. Ja, und das ist richtig, richtig. Und zur Seite. Und dann die Reaktion, der andere muss mitgehen und spiegeln. Ja, auch das geht auf Abstand, man muss sich nicht berühren. Ja, also da alles, was man so spiegeln kann, was der andere mitmachen muss, dann haben wir nämlich noch die reaktive Komponente mit dabei. Und oh, das ist mega anstrengend. Ja. Ich bin aber froh, dass es euch auch so geht. Manchmal zweifle ich eigentlich. Ja, aber auch keine Kondition. Das ist eine gute Möglichkeit, um sich auch von der Kondition her zu trainieren. Tatsächlich sollte man gar nicht meinen, wenn man sagt, ach ja, was hast du so trainiert? Oh, ich bin gekrabbelt. Ho, ho, ho. Ja, aber gut, jetzt bist du ja auch noch, jeder, der unterrichtet, weiß ja auch, wenn du was vormachst und noch erzählst, jetzt kommen ja noch erschwert hinzu. Aber es ist auch wirklich anstrengend. Das ist ja schön. Wir können aber auch, danke für die Frage auf jeden Fall, weise auch gerne noch mal drauf hin, denn wir haben auch schon mal zum Thema Animal Moves, haben wir auch sogar schon mal eine Praxisimpulse-Ausgabe vorbereitet. Das war sogar schon aus dem Jahr 2017, also ist auch schon wieder ein bisschen her. Aber da findet ihr zum Beispiel auch noch mal ein paar Übungen beschrieben und bebildert. Und es gibt sogar noch einen ersten Teil dazu, beziehungsweise einen zweiten Teil nochmal, der insgesamt über diese Natural Skills geht. Ne? Also alles natürliche Bewegungsmuster, also Schwerpunkt, den Tina ja auch hat, ne, wo es um natürliche Bewegungen, um die Animal Moves geht, sodass ihr das auch gerne nochmal nachlesen könnt und da auch nochmal wertvolle
Impulse findet für euer Training. Ne? Ob jetzt für euch persönlich oder die Gruppen oder für zu Hause im Garten, wie auch immer, genau. Mit den Kindern nimmt sie einfach mit dazu. Da braucht man sich auch keine Gedanken zu machen. Ja. Da arbeitet man nicht mit einem schweren Gewicht, sondern mit dem eigenen Körpergewicht. Und da kann eigentlich die ganze Familie mitmachen. Genau. Guter Punkt, gute Anregung. Perfekt. Und wie am Anfang schon kurz erwähnt, nächstes Jahr haben wir auch wieder spannende Themen zusammen geplant. Da halten wir auf dem Laufenden. Wir sind zuversichtlich, dass wir die durchführen können. Schaut da einfach mal auf der Homepage vorbei. Wir sind in ganz Rheinland-Pfalz, bist du unterwegs nächstes Jahr. Da freuen wir uns auf jeden Fall wieder sehr. Und ja, dann könnt ihr euch da nochmal auch live selbst von überzeugen. Ja, freut mich schon drauf. Ja, wir freuen uns auch und drücken die Daumen, dass es klappt. Genau, ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, sind wir mit unserem tierischen Workout durch für heute. Morgen geht es weiter mit einer Folge ABC der Weiterbildung mit unserem Geschäftsführer Marco Posaro. Und auch nächste Woche freut euch natürlich wieder auf spannende Themen. Schaltet ein. Elli hat es, glaube ich, schon in den Chat geschrieben. Auf Bildungswerk Live findet ihr das aktuelle Programm und alles, was ihr sonst noch so wissen müsst. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wünschen euch noch eine tierisch schöne Woche. Da du darfst das Schlusswort übernehmen. Ja, ich wünsche euch natürlich auch noch eine gute Woche. Kommt gut durch den November, baut zwischendurch ein paar Krabbeltierchen ein, dass ihr gestärkt bleibt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal oder vielleicht in einer oder anderen Woche persönlich zu sehen. Super, vielen Dank. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Tschüss.